Also man hat einen Raum. In diesem Raum sind vier Affen, die leben da. Also ein schöner großer Raum mit Möbeln und so. In der Mitte gibt es eine Stange und obendran eine Staude frischer Bananen. Es gibt oben so eine Klappe und da kann man also täglich oder wann immer frische Bananen von oben nachladen, ohne dass das auffällt. So. Und unterhalb der Bananen ist eine Dusche angebracht, ein Duschkopf. Und das ist so raffiniert gemacht, dass da wirklich eiskaltes Wasser, ekelhaft kaltes Wasser rauskommen wird, wenn einer der Versuchsleiter den berühmten Knopf drückt. Und jetzt haben die beobachtet, wie die Affen sich verhalten. Und natürlich versucht einer, Stange rauf, Richtung Bananen. Kalte Dusche, schreiend lässt er ab von den Bananen. Affen sind neugierig, die haben die Fähigkeit noch zu experimentieren. Also hat es der zweite, dritte, vierte auch probiert. Wir Menschen sind doch da schon viel raffinierter. Wir sehen, dass einer eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das reicht uns doch. Brauche ich es doch gar nicht mehr probieren, weiß ich doch gleich, das geht nicht. Die haben es alle probiert, haben alle ihre kalte Dusche gekriegt. Jetzt haben sie es alle mit Sicherheit gewusst. Und dann war es ihnen eben kein Appetit mehr auf diese Bananen. Da haben sie die nicht mehr beachtet. Fein. Nach ungefähr 3 Tagen hat man einen der Affen in der Gruppe ausgetauscht. Jetzt haben wir also einen Affen der zweiten Generation, wenn Sie so wollen. Er hat persönlich das Erlebnis nicht gehabt. Er kennt es auch nicht vom Hörensagen, weil so viel wir wissen können, die sich noch keine Geschichten erzählen. Also er auch, Bananen sehen, Richtung rauf, was passiert? Ehe die Dusche kommen kann, ehe hoch genug rauf ist, dass die Dusche aktiviert wird, reißen ihn die anderen von der Stange runter. Die anderen hatten ja die Erfahrung, kalt, schlimm. Die wollen sie ihm ersparen. Tolles Team. Und in kürzester Zeit hat er auch gelernt, oh, oh. Und dann wird es auch uninteressant für ihn. Dann hat man der Reihe nach die anderen 3 Affen auch ausgetauscht. Und am Ende hatten wir eine zweite Generation. Keiner hat je die Dusche erfahren. Keiner wusste je, warum zum Teufel man da nicht raufgeht. Aber alle haben sich dran gehalten. Wir haben so einige Gefängnisse, wo schon vor Jahren oder Jahrzehnten irgendwer das Schloss aufgemacht hat. Und wir wissen es nur nicht. Und wir könnten hinausspazieren, wenn wir es wagen, uns herauszubegeben aus diesen alten Denkrillen. Und dazu kriegen Sie eine Technik jetzt, die habe ich gestern auch angedeutet. Ich habe gestern das leider nicht sauber durchgezogen, weil ich ja nicht ganz da war, wie Sie wissen. Ich möchte es Ihnen richtig vorstellen jetzt, eine Denktechnik, die uns hilft, rauszukommen. Und zwar, wenn wir eine Denk- oder Verhaltensrille haben, dann brauchen wir einen Auslöser, der uns hineinschmeißt. Und dann sind wir drin in der Denkrinne. Und je öfter wir da schon entlang geschwommen sind, desto tiefer ist sie geworden und desto höher ist der Überblick, den wir haben wollen. Wenn wir sagen, sei kein Frosch, sei ein Adler, brauchen wir ja die Distanz und den Überblick. Den kriegen wir aus der Denkrinne heraus nicht. Jetzt haben wir im Grunde 2 Möglichkeiten. Das eine ist, wir können aus der Denkrinne ein Periskop nach oben schieben. Und dann können wir mit 3D-Bildern auf unserem Computerbildschirm gucken, was da oben ist. Und können also ohne Gefahr für uns das Periskop da oben langsam drehen und in Vergrößerung das uns alles angucken. Und dazu kriegen Sie jetzt eine Technik. Und das Periskop gefährdet uns nicht. Wenn ich das öfter mal mache und stelle fest, ist gar keine Gefahr da oben, dann kann ich den nächsten Schritt machen und rauskommen aus der Denkrinne. Sind Sie einverstanden? Sie sind bei einem BMW-Händler reingegangen. Halt, Entschuldigung, nein. Ferrari, also irgendein ganz teurer jedenfalls. Ich habe da keinen Bezug zu, wie Sie wissen, mit meinen viereckigen Kisten, die ich fahre. Jedenfalls ein ganz teures, tolles Auto. Ein Showroom, alles blitzblank, super toller Eindruck, kommen Sie rein, kein Verkäufer in Sicht. Zu 6 waren Sie. Dann haben Sie so ein bisschen rumgestanden. Dann haben Sie sich relativ laut unterhalten, also mit zunehmender Lautstärke. Darum fiel es mir gerade ein bei der Lautstärke. Nichts. Dann haben sie gesagt, na mal sehen, ob der Türklang, wenn man die zuschlägt, wirklich so satt ist wie in der Werbung oder so ähnlich. Und dann fingen sie an, die Türen zu schlagen. Sofort war jemand da, um ihnen mitzuteilen, das geht fein nicht. Tommy Nager berichtet von einer Bank, die mit diesen elektronischen Dingern da angefangen hat. Und einer älteren Dame, die sich da ganz hilflos fühlte.
Und als hilfreicher Japaner kam er ihr zu Hilfe. Plötzlich war eine Bedienung da. Plötzlich kam ein Personalmensch von irgendwoher und hat ihm das verboten. Man könnte ja meinen, er will die arme Frau bescheißen. Schauen Sie, offiziell heißt es Projektion. Aber der Volksmund weiß es schon viel länger. Wir schließen immer von uns auf andere. Wir können ja nur von uns auf andere schließen. Wer ständig Lug und Betrug vermutet, ist entweder so oder unterdrückt mühselig gewisse Tendenzen, so zu sein. Ich meine, zwischen den Gefängnisinsassen und den Schließern besteht schon eine gewisse Affinität. Nur, dass die Schließer Gott sei Dank auf der richtigen Seite des Zauns stehen. Und wir brauchen das in der Gesellschaft. Und in der zukünftigen Gesellschaft können wir nicht mehr sagen, wir scheren alle über einen Kamm. Alle Kunden haben gleich zu sein, das ist dann der Markt. Und alle Mitarbeiter haben gleich zu sein, das ist dann die Abteilung Verkaufen, die Abteilung Buchhaltung und so weiter. Das trat nicht mehr. Das ist die Vergangenheit. Und schauen Sie, wenn wir sagen, neue Wege gehen, das klingt ja immer alles so toll, jetzt habe ich meine Kappe verloren, dann trocknet er sehr schnell aus, ist wurscht. Wir kommen schon klar. Hat sie jemand gesehen? Ach, danke. Sehen Sie, das ist eine Dienstleistung. Bedanke mich. So, schauen Sie, machen Sie bitte eine solche Linie. Das hier ist der Pfeil in die Zukunft, wenn wir jetzt mal von der linearen Zeit ausgehen. Und das hier ist der in die Vergangenheit. Alle diese Geschichten, von denen wir hier sprechen, sitzen in der Vergangenheit. Wollen Sie unbewusst vergangenheitsorientiert sein und an der Vergangenheit kleben, dann blicken Sie rück. Oder wollen Sie dahin gehen, dann müssen Sie einiges aufgeben, was hier ist. Und wenn wir anfangen damit, ist es gar nicht so schwer, das aufzugeben. Es ist gar nicht so schwer. Hebel und Prahalad stehen auch auf Ihrer Liste drauf, Wettlauf um die Zukunft, haben ein fantastisches Fallbeispiel drin, eine Affengeschichte. Das wäre jetzt sowas für die Fallstudientechnik. Die könnten Sie Ihren Mitarbeitern erzählen und sie dann darüber reden lassen. Frei assoziativ reden lassen. Zum Periskop. Ich nenne das offiziell Kawa, das habe ich gestern auch nicht gesagt. Sie kriegen nachher dazu ein Bladel. So, das hat zu tun mit linkes, rechtes Hirn und so weiter. Das hier ist kreativ, ist klar. Das ist eine Analogie. Das sind Wörter. Und das sind die Assoziationen, weil wir assoziativ denken. Also wir nehmen uns Begriffe, mit denen wir Probleme haben. Und wir assoziieren frei, was uns einfällt, zu jedem einzelnen Anfangsbuchstaben. Ich habe es Ihnen gestern an dem Wort Dienst demonstriert, wobei ich Ihnen hier die Lösung ja schon gegeben habe, meine Lösung. So. Wir haben zum D gesagt, zum Beispiel, könnte stehen für was? Dank. Wir erzeugen quasi ein Gefühl von Dankbarkeit. Und bitte beachten Sie dabei Folgendes. Es gibt bewusste und unbewusste Kundenerwartungen. Und die Bewussten sind leichter zu finden als die Unbewussten. Die Unbewussten funktionieren folgendermaßen. Wenn die unbewussten Kundenerwartungen befriedigt werden, das gilt auch für die Mitarbeiter, die Ihre Kunden sind, wenn sie sich als Führungskraft sehen. Die haben ja auch ihre Erwartungen. Wenn die Unbewussten befriedigt werden, nimmt es keiner so richtig wahr. Wenn sie nicht befriedigt werden würden, würden die Leute sauer reagieren. Stell dir die nur in den Niederlanden Talwerdacher. Stell dir der Rest von der Dach in den Niederlanden Talprat. Das können Enkele von Juli Herrch gut verstehen. Enkele im Bädchen, Enkele helemaal nichts. Dann sagen sie, was soll denn der Scheiß? Aber sie sind nicht in der Kaffeepause draußen gestanden und haben gesagt, hoffentlich wird sie Deutsch reden. Das ist eine unbewusste Erwartungshaltung, die sie haben, Gnade Gott dem, der dagegen tritt. Der löst dann ihren Zorn aus. Dann sind sie enttäuscht. Das heißt, die Täuschung hört auf. Und wir sind immer dem böse, der uns draufgebracht hat, dass wir uns getäuscht hatten. Dank meine ich eben auch das, dass wir diese unbewussten Erwartungen
dem Kunden unbewusst mitbefriedigen, empfindet er angenehme Gefühle uns gegenüber. Er weiß gar nicht warum, weil er das nicht so genau analysiert. Er muss auch gar nicht wissen warum. Er muss nur wiederkommen wollen und uns weiterempfehlen wollen. Und das meinen wir jetzt mit Dank. Wissen Sie noch, was das I war? Das Interesse. Eine der Fragen hier war so in Richtung Aufträge, will man mehr haben? Das ist sehr schön, wenn Ihr Interesse an den Aufträgen liegt. Sehen Sie natürlich nicht die Menschen, die Ihnen den Auftrag geben sollen. Das sind so Paradigmen. Im Industriezeitalter hat man Auftragsbücher gefüllt. Das war das, was wir per unbewusster Imitation übernommen haben. Das ist uns gar nicht klar. Unsere Sprache verrät sehr viel darüber, was unbewusst abläuft. Und wenn wir in der Richtung ein bisschen forschen, es ist faszinierend, wenn Sie es wagen, neugierig zu sein. Sie erweitern das, was in Ihnen ist, die Grenzen. Sie merken, wie andere Sie sehen und wie Sie die anderen sehen, was dann auch die Kundenbeziehung wieder verbessert. Spielen Sie einfach herum. Was war das E? Evolution, weil es ein evolutionärer Prozess ist. Hatten Sie jetzt nachgeguckt in dem Zettel von gestern oder hatten Sie es noch gewusst? Wer hat Evolution gesagt? Nachgeschaut oder gewusst? War eine Frauenstimme, die ich gehört habe. Nachgeschaut, sehen Sie? Das heißt, das kann auch eine Memotechnik werden, ganz abgesehen davon. Wenn wir das wirklich durchdenken.